Okay, dann damit willkommen zu dieser Endspielausgabe. Steht ja im Titel, dass es 100 Endspiele, die man kennen muss, sind. Ich glaube, in diesem Endtest, den ich jetzt hier machen werde, sind es nur 41, soweit ich das verstanden habe. Das werden wir aber gleich sehen. Ich fange einfach mit Aufgabe 1 an. Ich hoffe, es funktioniert soweit alles und dann würde ich sagen, ich fange an. Ich werde wieder mit dem Chat gucken müssen, wie das funktioniert, aber ich gucke mir einfach erstmal die erste Aufgabe an. White remove. What is the correct result? Okay, ja gut, der erste logische Zug wäre B7. Das erzwingt Springer E5, weil nach B8 Dame geht Springer C6. Nach B7 Springer E5. Wenn ich König B6 mache, kommt Springer D7 Schach. Ich weiß nicht, kann ich hier Pfeile machen? Ja, kann ich. Wenn ich König B6 mache, kommt Springer D7. Ah, das war ein falscher Pfeil, kommt Springer D7. Den kriege ich nicht mehr weg, egal. Und Springer D7, König C7, Springer C5. Und das ist Remis, weil der Springer über diese vier Felder auf C5, A6, B8, D7 hin und her geht. Ja, kann ich diese Pfeile auch wieder wegmachen? Wahrscheinlich nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ja, auf jeden Fall, also B7, Springer E5, kann ich König B8 machen. Das wäre vielleicht ein Trick. Weil wenn er nach D7 geht und das Schach gibt, dann habe ich König C8 und Schwarz ist nicht rechtzeitig, um über diese vier Felder zu laufen. Nach König C8, Springer C5 kann ich B8 Dame machen. Das heißt B7, Springer E5, König B8. Hat Schwarz noch irgendeinen Zug? Springer C4 mache ich König C7, dass der Springer dominiert. Springer F7 ist das gleiche, es droht König C7. Springer D7, König C8 funktioniert nicht. Und Springer C6 mache ich König C7. Und dann gibt es auch keine Tricks mehr. Okay, Springer B4 geht noch. Ach, Springer B4. Moment, also B7, Springer E5, König B8, Springer C6. König C7, Springer B4, König B6, Springer D5, König C6 und dann sollte es vorbei sein. Ich probiere es einfach mal. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Okay, sieht so aus, als wäre es richtig gewesen. Und ich glaube, König B8 ist der einzige. Über König B6, Springer D7 sollte einfach Remis sein. Okay, sieht so aus, als wäre es richtig gewesen. Gut. That is the point, White wins, ja. Klingt gut. White to move, what is the correct result? Ja, diese Turmenspiele, das sollte Remis sein. Das ist im Prinzip diese Art Vancouver-Stellung am Ende, dass wenn der Bau auf A3 steht, dass man halt seinen Turm nach G3 bzw. F3 stellt und dann halt, sobald der schwarze König versucht rüber zu laufen, Schach gibt es von der Seite und ansonsten kann Schwarz halt seinen Turm nicht bewegen. Deswegen vermute ich, der korrekte Zug wäre hier Turm G4, um damit anzufangen, den schwarzen Turm auf A1 an die Verteidigung dieses Bauern zu binden. Also ich denke Turm G4. Ja, also die Vancouver-Stellung ist üblicherweise erst, wenn der Bau auf A3 ist. Ich überlege gerade, ob Turm G3 Schach auch irgendwie Sinn macht, aber wahrscheinlich bringt das wenig, außer dass man halt Zeit verliert nach König D2, weil dann muss man wahrscheinlich Turm G4 machen. Turm G4, Turm A2 Schach sollte, glaube ich, nicht so viel machen. Das hilft wahrscheinlich nicht viel. Ja. Gibt es hier sonst noch irgendeinen Trick? Wie gesagt, Turm G3, König D2. Und dann Turm G4, aber ich sehe nicht wirklich, warum das im Ansatz besser sein sollte. Dann bin ich auch zu langsam. Turm G3, König D2, Turm G4, A3, Turm G3, dann kommt schon A2. Und wenn ich jetzt Turm F3 mache, kommt Turm G1 Schach, nimmt und A1 Dame. Also da bin ich zu langsam. Weil das heißt, ich müsste nach Turm G3, König D2, Turm G4, A3, Turm G3, A2, müsste ich Turm A3 machen, aber dann läuft der König rüber, oder? Ah, ne, obwohl Turm A3 ist noch rechts. Ich glaube aber, Turm G4 ist der richtige Zug. Turm G3 sieht aus, als ob es mindestens Tempo verliert. Also, ich probiere einfach Turm G4. Weiß nicht, wie lange ich hier sonst immer überlegen soll, aber Turm G4 sieht aus wie der richtige Zug für meine Begriffe. Ich habe irgendwie immer Angst, dass ich das jetzt falsch mache, weil hier bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Gerade konnte man es halt ausrechnen. Sieht so aus, als wäre es richtig gewesen. Das ist gut. Und jetzt Turm G3 Schach. Jetzt haben wir eigentlich diese Vancouver-Stellung. Okay, ich überlege nur gerade, ob ich kann wahrscheinlich Turm B3 machen. Turm F3 sollte ich halt natürlich nicht machen. Turm F3 würde wegen Turm G1 direkt die Partie verlieren.
Das heißt, das wäre schlecht. Turm C3 sieht ein bisschen komisch aus. Ich vermute, Turm B3 sollte korrekt sein oder zumindest okay sein. Und sobald der König versucht, rüber zu gehen, also sagen wir, ich weiß ja nicht, ob ich diese Pfeile rückgängig machen kann. Nee, ich glaube nämlich nicht. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Also so kann ich sie rückgängig machen. Ich vermute Turm B3. Und wenn Schwarz, sagen wir, rüber geht, dann gehe ich halt zurück nach F3. Und wenn der König versucht, weiter rüber zu laufen, gibt man halt einfach Schachs von der Seite und Schwarz kann keine Fortschritte machen. Das ist normalerweise die Technik. Ich weiß nicht, ob König H2 auch funktioniert, ehrlich gesagt, um von der G-Linie Schachs zu geben, aber irgendwie kenne ich das meistens mit dem König auf G2. Ich glaube, Turm B3 ist okay. Ja, sieht so aus. Den König würde ich nach G3 stellen. Also König G1 sieht irgendwie super komisch aus, weil man möchte halt nicht freiwillig auf die Grundreihe, sobald ich das sagen würde. Also ich vermute König G3. Ich sehe nicht wirklich, wie Schwarz Turm A2 Schach weiterhilft. Okay, König kommt rüber und jetzt halt, wie gesagt, Turm F3. Und jetzt gehe ich wieder zurück nach G2. Man muss halt aufpassen, dass nicht A2 kommt und nach Turm A3 Turm G1 Schach. Das heißt, der König muss immer auf G2 oder H2 stehen, damit es da keine Tricks gibt. Also ja, König G2. Okay, soweit, so gut. Bisher war noch alles richtig, aber das kann sich natürlich schnell ändern. Was ist das? Find a square where Black Knight can draw here with White to move. Proceed to the following trainable only after you found the square. Also, das heißt, ich soll mit Schwarz irgendein Feld auf diesem Brett finden, wo ich meine Springer hinstellen kann, sodass es mit Weiß am Zug Remis ist. Okay. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Okay, also Weiß droht F8 Dame. Das heißt, ich habe nicht so viel Wahl, wo ich meinen Springer hinstelle. Also entweder muss ich das Feld F8 verteidigen oder ich muss einen Schach geben. Ich glaube, viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ich bezweifle, dass es erlaubt ist, den Springer nach F7 zu stellen, wo der Bauer steht. Ich vermute, so ist die Aufgabe nicht gedacht. Ich vermute, ich muss schon ein Feld aussuchen, wo keine Figur steht im Moment. Wobei es ein bisschen ungenau formuliert ist. Also man könnte es auch so verstehen, dass ich einfach irgendwie ein Feld überdecken kann. Aber ich glaube, das darf ich nicht. Wenn ich einen Springer nach D7 stelle, dann komme ich wahrscheinlich in Zugzwang. Ja, also wenn ich einen Springer nach D7 stelle, kommt Läufer F5. Ich müsste Springer F8 machen und dann macht Weiß König G8. Und dann bin ich direkt im Zugzwang. Der Springer ist auf F8 komplett dominiert, hat keine Felder und der König kann auch nicht mehr ziehen, um den Springer noch gedeckt zu halten. Das heißt, das reicht eben nicht. H7, G6 funktionieren sowieso nicht. Springer auf E6 mit Schach, dann kommt König G8 und das ist das Gleiche, oder? Sagen wir, ich stelle meinen Springer nach E6, König G8. Wenn ich Springer F8 mache, kommt Läufer F5, das verliert sofort, das ist die gleiche Stellung. Das heißt, die andere Option wäre, den König irgendwo hinzuziehen. Wenn ich ihn auf die D-Linie irgendwo stelle, dann kommt Läufer F5 und der Springer hat gar kein Feld mehr, weil F8 auch nicht überdeckt ist. Das heißt, sagen wir König F6 in der Stellung und dann kommt Läufer D5. Und dann habe ich keinen Zug. Okay, also das geht auch nicht. Das heißt, wahrscheinlich muss ich einen Schach geben. Also eben nicht auf E6, weil das hatte ich jetzt gerade. Springer H5 Schach. Sagen wir, stellen wir einen Springer nach H5. Wenn Weiß König G8 macht, habe ich Springer F6. Der König muss wieder zurück, um den Bauern gedeckt zu halten, dann ist es Dauerschach. Wenn ich Springer H5 Schach mache, wenn Weiß König G6 sieht, Springer F4, ja, ist auch sofort Dauerschach. Also das ist sofort Remis, Springer H5. Okay, also außer ich übersehe irgendwas Simples, aber ich wüsste nicht was. So, jetzt soll ich, glaube ich, Springer nach E8. Okay, es geht auch, ja. Aber Springer H5 geht doch auch, oder bin ich blöd? Springer H5 und ich weiß, muss er nach G8 oder G6 mit dem Bauern gedeckt zu halten und dann Springer F4 Schach oder Springer F6 Schach ist ja sofort Dauerschach. Aber gut, das hier funktioniert genauso, Springer E8. Und jetzt gehe ich nach hier und jetzt kann ich auf H5 das Schach geben. Okay, Alternative sagt mir das Programm. Gut, dann wieder zurück nach E8. Okay. Ja, only two squares are valid. E8 and H5, ja. Also E8 und H5 waren beide möglich. Genau, und das ist dann halt einfach sofort Dauerschach. Aber wichtig ist halt zu sehen, dass der Springer, wenn er aber nur das Feld F8 verteidigt, einfach immer dominiert wird vom Läufer auf F5. Also das reicht eben nicht. Gut, soweit, so gut. Oh, jetzt kommen die Turmenspiele. Jetzt wird's hässlich. Black to move, can he draw? Wir sind abgeschnitten.
mit dem König. Das heißt, also klar, wenn der schwarze König auf der G-Linie wäre, wäre es totremie das Endspiel oder zumindest sehr trivial. Also gegen Randbauern und gegen G- und B-Bauern kann Schwarz sogar wirklich die achte Reihe Verteidigung machen. Also die sind wirklich völlig unverlierbar. Wenn Schwarz seinen König nach G8 stellt und den Turm nach A8, kann Weiß wirklich alles erreichen mit seinen restlichen Figuren, was er will. Kann Bauern nach G6 bringen, König nach H6 und den Turm auf der siebten haben. Er kann halt nichts machen. Man braucht halt praktisch den Bauern auf F6 zum Beispiel, um halt irgendwie mit Turm H7 den König umgehen zu können. Aber das heißt, wenn ich den König nach G8 kriege, wäre es sofort Remis. Wir kommen aber im Moment nicht rüber. Der Turm auf A4 macht bisher nicht so viel Sinn. Ich vermute, Turm A8 ist die Idee. Turm A8. Und ich glaube, wenn jetzt G5, dann ist man rechtzeitig mit Turm F8. Das sollte zumindest funktionieren. Nimmt, nimmt. König G4, König G7 ist Remis. Sehr simpel. Das ist ein Remis-Bauern-Endspiel. Das heißt, G5 ist keine Option. Und wenn G5 keine Option ist, dann sollte ich aber rechtzeitig sein. Dann ist die Schachdistanz noch groß genug. Wenn Weiß zum Beispiel König H4 macht, dann kann ich Schachs geben von hier. Sagen wir Turm H8 Schach. Und wenn er versucht, über G5 ranzulaufen, dann gebe ich Schachs und der König kommt einfach nicht weit genug nach vorne. Also so, und dann kann er halt nicht weiter nach vorne, weil der Bauer hängt. Das heißt, Turm A8 sollte die Lösung sein, hoffe ich. Ja, sieht so aus. Ja, genau. Und hier hatte ich schon gesagt, das Schach geben. Genau, und nochmal ein Schach. Ja, gut, nochmal ein Schach, warum nicht? Und jetzt müsste es Turm G8 sein. Nicht? Was? Wieso denn nicht Turm G8? Also er sagt mir Alternative, aber Turm G8, also Turm G8 war wirklich der erste Zug, den ich machen wollte hier. Weil ich will ja eigentlich nicht, gut, G5 ist vielleicht im Moment sowieso keine Drohung. Ja? G5 kann ich immer noch Turm F8 machen, nimmt, nimmt. Ja, das heißt, G5 ist keine Drohung, das heißt, ich kann wahrscheinlich alles ziehen hier. Aber ich weiß nicht, was das Programm von mir möchte. Aber gut, Alternative heißt, glaube ich, dass Turm G8 zumindest nicht falsch war. Ich würde halt nur nicht König E6 ziehen, weil dann bin ich nach G5 wahrscheinlich aufgeschmissen, weil dann habe ich keinen Turm F8 mehr und dann komme ich nicht mehr rüber rechtzeitig. Ja, und das heißt, ich könnte Turm H7 spielen vielleicht, um eine. Aber Turm H7 sieht irgendwie super falsch aus. Ich kann auch einfach wieder zurück nach A8 wahrscheinlich, wenn ich das möchte. Alternative, okay. ja, keine Ahnung. Also Turm F8 sofort geht aber nicht. Nimmt, nimmt. Ach, Moment, geht Turm. Was? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Kann ich Turm F8 machen? Nimmt, nimmt. König F4, König G8. Ist das Remis? Das sollte man wahrscheinlich wissen, aber. Moment. Ist das, was das Programm von mir möchte? Macht Turm F8 hier sofort Remis. Schlägt, schlägt. Und wenn König F4 oder König H4, mache ich König G8. Also sagen wir König F4. Ich glaube, es ändert beides nichts. König G8. Und ja, nach G5, König G7 ist Remis. König F5, König F7 ist Remis. König G5, König G7 ist Remis. Ja, okay, das heißt, wahrscheinlich kann ich Turm F8 machen. Okay. Gut, das ist natürlich der überzeugendste Weg, weil wenn Weiß nicht die Türme tauscht und man mit dem König auf die G-Linie kommt, das ist es halt sehr trivial, Remis. Und jetzt König G8 ist halt wichtig. Ja. Okay, sehr gut. Dann nächste Stellung. Schwarz am Zug soll Remis halten. Moment, in welche Richtung laufen die Bauern? Die weißen Bauern laufen nach hier. Ah, das heißt, ich kann im Moment den Bauern auf A6 rausnehmen. Ich weiß nicht mal, ob das hilfreich ist mit dem Fallen, aber ich mache es einfach mal weiter. Aber dann kommt Turm H5 Schach, nehme ich an. Und ich kann nicht auf die 6 so laufen. Wenn ich nach D6 oder E6 gehe, kommt Turm H6 und nimmt den Turm auf A6 raus. Und wenn ich nach C6 gehe, kommt B5. Das ist. Und dann verliere ich einen Turm. Das wäre schlecht. Und ich vermute, dass Turm A6, Turm H5, König D4. Das sollte verloren sein, weil wenn man diese Absperrung hierüber ist halt viel effektiver, als wenn ich irgendwie zum Beispiel einen Turm auf C1 hätte und dann den König so absperre seitlich, sondern. Diese, ja, Mathematikstudent horizontale Absperrung ist definitiv immer viel gefährlicher. Also wenn ich dann B5 mache, dann ist es wahrscheinlich sofort verloren nach König D4. Also den Bauern rausnehmen kann ich, glaube ich, nicht. Also weil dann kommt B5, König B4 und Schwarz hat eigentlich keine Chance, sich irgendwie zu halten. Das heißt, ich muss hier irgendwie schlau spielen, was auch immer das heißt.
Jetzt fängt es schon an, nicht so leicht zu werden. Ich habe ja auch nicht so viel Wahl. Also ich meine, ich kann auch nicht einfach zulassen, dass Weiß hier alles kriegt. Also Weiß droht vielleicht auch so ein bisschen Turm Hafen, Schach Turm. Nee, Turm A5 ist Quatsch, weil ein doppelter A-Bauer kann ich mir ja trotzdem in die Ecke stellen. Aber gut, meine, vom Gefühl her wäre der nächste Kandidat König C6, weil ich mir den Turm von der A-Linie wegzustellen, macht keinen Sinn, soweit ich sehe. Dann kommt König A4 wahrscheinlich einfach. Das heißt, König C6 wäre der Kandidat, dann drohe ich Turm A6. Ja. König C6. Und jetzt, okay, Weiß kann Turm H6, Schach bringt gar nichts nach. König B5 ist aber der Bauer weg und die Bauernspiele sind Remis. König C4. Dann kann ich nicht auf A6 nehmen wegen B5, aber ich glaube, ich kann Turm C1 Schach machen. Turm C3 nimmt, nimmt, König. Ah, ne. Das ins Bauernspiel kann ich nicht gehen. Das ist stark. König C6, König C4. Ja, was soll ich denn machen? Sieht doch nicht so überzeugt aus. Meine, ich kann Schach geben auf C1, Turm C3 und dann Turm H1 oder sowas. Ich weiß nicht. Aber dann ist die Stellung doch wahrscheinlich verloren. Okay, ich glaube, jetzt fängt es an, dass ich aufgeschmissen bin. Das ist nicht gut. Jetzt fängt es an, peinlich zu werden. Aber Turm A6 geht definitiv nicht. Ich habe doch auch gar keine anderen Kandidatenzüge als König C6, wenn ich ehrlich bin. Also ich meine, König D4 ist kein Kandidatenzug, das heißt kein Königszug. Und die anderen Turmzüge machen doch wenig Sinn nach König A4. Also wir machen wirklich gar keinen Sinn. König A4, König C6 und dann Schach auf der 6. Und der König kommt nach A5 oder B5. Also es muss König C6 sein. Okay, König C4 wird einfach nicht gezogen. Die Frage ist halt, warum? Ich würde es jetzt gerne beantworten. Also König C4, Turm C1, Turm C3. Und dann, was ist der Trick? Einfach Turm B1? Turm B1 ist vielleicht schlau und dann geht gar kein B5. Ja, vielleicht ist das der Trick, König C4, Turm C1, Turm C3, Turm B1. Und wenn Weiß dann den Turm wieder wegzieht, kommt halt wieder ein Schach, was störend ist. Wobei Turm A3 könnte auch sofort verloren sein. Vielleicht muss ich nach A1 gehen. Ja, wahrscheinlich muss ich nach A1 zurückgehen und dann sollte es irgendwie Remis sein, weil Weiß auch nicht weiterkommt. B5, König B6 und dann verliert wahrscheinlich, Weiß wahrscheinlich den Bauern. Gut, ich sollte mich auf diese Stellung konzentrieren. Auf A6 nehmen kann ich nicht. Das heißt, ich denke, König B6 ist der Zug. Und dann nach B5 ist das wahrscheinlich irgendwie so eine Art Remis-Stellung, weil Weiß nicht wirklich seinen König aktivieren kann. Ich meine, nach König B6, B5 muss kommen. Jetzt muss ich mir eigentlich nur überlegen, wo ich den Turm hinstellen muss am geschicktesten. Oder gebe ich Schachs? Ich kann vielleicht auch sofort Schachs geben. Ich bin mir gerade nicht sicher, was hier am präzisesten ist. Also es sieht eigentlich alles relativ gut aus. Also Kandidaten wären entweder Turm B1 Schach oder Turm G1. Ich versuche gerade noch zu verstehen, ob es bei irgendwas ein Problem gibt. Also sagen wir Schach. Wenn Weiß weiter nach vorne geht, gebe ich einfach noch einen Schach. Und Weiß nicht wirklich, wohin mit seinem König. Vermute ich. Ich wüsste zumindest nicht, wohin Weiß gehen soll. Und wenn er auf die zweite geht, dann kann ich halt immer noch rüberlaufen. Und sobald ein Schach kommt, kann ich auch B5 nehmen, A7 und Turm G8. Ich gebe mal einen Schach. Also ich glaube, es ist okay, aber ich vermute, irgendwie so ein Zug sieht auch eigentlich. Also ich sehe nicht, warum das verlieren sollte. Okay, Schach war richtig. Und jetzt, muss ich hier noch irgendwas beachten? Ich meine, ich kann auch nach B4, wenn ich ehrlich bin. Nach B4 gehen ist vielleicht sogar schlau, um diesen Turm hier auch definitiv an den Bauern zu binden, wobei ich sehe auch nicht, warum Turm G1 falsch wäre. Turm G1, Schach nimmt auf B5, A7 und dann kann ich immer noch den Bauern aufhalten, zum Beispiel mit Turm A1. Ich kann auch nach A1 gehen, also.
Ich verstehe noch nicht ganz, wo hier der Trick ist. Also ich sehe irgendwie keinen Plan für Weiß, vorwärts zu kommen. Aber vielleicht übersehe ich halt auch einfach irgendwas. Ich probiere mal Turm B4, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay, er sagt Alternative, aber ich glaube, Alternative heißt, dass mein Zug nicht falsch war. Ja, was weiß ich, was ist die Alternative? Turm A1 oder Turm G1? Das einzige, was Problem mit Turm G1, was ich habe, ist, dass vielleicht Turm H8 kommt. Also sagen wir Turm G8, Turm H8. Und jetzt kann ich nicht nehmen wegen A7. Und wenn ich nach Turm G1, Turm H8 wieder zurück nach A1 gehe, dann kann Schach von hier kommen. Dann hat Weiß vielleicht Fortschritte. Ja, dann hat Weiß definitiv Fortschritte gemacht. So was Ähnliches hatte ich auch gegen Duda, wenn man halt in diesem Online-Turnier, wenn der Turm erstmal auf B7 steht, dann kann man fast, also selbst mit dem König nichts dagegen machen, dass einfach A7, B6, Turm B8, A8 kommt. Also dann vermute ich mal, ich soll den machen. Ja. So, Turm D5. Okay, keine Ahnung. Ja, also ich sollte halt nicht von der A-Linie weggehen im Moment. Das heißt, ich mache mal den. Ja. Keine Ahnung, ich bin ein bisschen überfragt, wohin soll ich gehen? Turm H3 kommt wieder Turm B8, das will ich nicht, also gehe ich nach A4. Alternative. Okay, Turm A5 sieht aber irgendwie falsch aus. Also dann mache ich vielleicht doch jetzt. Wieso denn Alternative? Turm A4 ist doch der natürlichste Zug hier, oder nicht? Also, wohin soll ich denn so? Also Turm A5 möchte ich wirklich nicht ziehen. Das sieht irgendwie extrem komisch aus. Also ich meine, es geht vielleicht, aber irgendwie gefällt mir der Zug einfach nicht. Also gut, ich probiere es, weil ich sehe nicht, warum es verlieren sollte, aber Alternative. Gut, dann habe ich aber nur noch so einen Zug. Ich verstehe nicht ganz, was ist jetzt der Trick nach Turm D8? Das wollte ich doch die ganze Zeit vermeiden eigentlich. Alternative? Hä? Also okay, jetzt bin ich überfordert. Also ich hab auf der A-Linie kein weiteres Feld mehr. Ich muss auch meinen Turm ziehen. Und warum ist. Ich habe. Also okay, ich probiere jetzt einfach alle Felder durch. Ein Turm G3 war richtig, okay. Ich verstehe nicht, warum. Also. Alternative, okay. Ich kann doch jetzt aber nach A3 zurück. Warum mache ich das nicht? Okay. So, jetzt kriegen wir Turm D8 und jetzt muss ich irgendwas finden, oder was? Das ist ja auch sehr nett. Ich wollte das eigentlich die ganze Zeit einfach verhindern. Ah, ich kann Turm H7 machen, das ist wahrscheinlich der Trick. Turm H7, dann drohe ich auf B5 rauszunehmen und nach Turm B8 Schach kann ich einfach König A7 machen und Weiß kann nicht weiterkommen, weil der Turm kein Feld hat. Ja, okay, und jetzt gehe ich wieder zurück. Ja, keine Ahnung, Turm B3. Alternative. Turm A. Also, okay, König E2 ist auch kein Gewinnversuch. Also, das ist ein bisschen. Okay, gut. Jetzt muss ich irgendwie einmal aufpassen. Keine Ahnung. Schach? Okay. Jetzt hat Weiß seinen Turm nach B2 gebracht. Ja, okay. Gut, das war irgendwie am Ende nur noch ein Hin- und Hergeziehe. Ja, weiß nicht, wofür das jetzt wichtig war, aber ich mache einfach mal weiter. Oh, Bauernendspiel. Das sieht super kompliziert aus, weil ich jetzt halt wirklich genau berechnen muss, welchen Bauern ich bewegen darf und welchen nicht. Also H4 macht wahrscheinlich keinen Sinn, oder? Ach Gott, das macht doch jetzt schon keinen Spaß mehr. Also okay, ich meine, irgendwie möchte ich halt hier Schwarz in Zugzwang bringen. Das wäre ein Traum. Sagen wir H4, H5, dann kann ich einfach G3 machen und dann ist Zugzwang dann
habe ich halt die Opposition und Schwarz kann seinen Bauern halt einfach nicht halten. Das heißt, das geht nicht. H4, aber Schwarz kann natürlich, also nach König G6 mache ich König G4, aber Schwarz macht dann zum Beispiel H6. Und wenn ich dann G3 mache, H5, König F4, König F6, das sollte Remis sein, weil dann bin ich in der Opposition und ich sehe nicht, wie ich Schwarz austempieren kann. Ja, das sollte einfach Remis sein. Okay, was ist der Trick? Wenn ich mit König G4 anfange, kommt König G6. Schwarz kann mich sicherlich nicht nach H5 lassen. Oder kann ich... Wobei ich sehe jetzt zum Beispiel auch schon den Unterschied nicht, ob ich mit König G4 anfange oder mit H4. König G4, König G6. G3. Kommt auch H6, vermute ich. König F4, König F6. Und dann nach H4 wieder H5. Und wenn ich dann G4 mache stattdessen, König G6. H4, König F6 sieht aber auch Remis aus. Kann es auch nicht sein. Ja, was ist denn? Was ist der Trick? Ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht. Oder mache ich König G4, König G6? Ne, König H4 kann es doch eigentlich auch nicht sein. Jetzt wird es ein bisschen zu wahnsinnig. Wieso ist das so tricky? Ist es ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir gerade super unsicher. Also H4, König G6. G4. König F6. Dann H5, H6 ist Remis. G5, König G6, König G4. Aber ich habe das auch das Gefühl, dass ich den G-Bauern auf G2 stehen lassen sollte. Man kennt solche Stellungen, dass man irgendwie einen König bis nach H6 kriegt und der schwarze König auf G8 und dann muss man halt das Tempo abwägen, ob man G2 oder ob man G3 oder G4 spielt, um zu gewinnen am Ende. Aber gut, König E4, König E3 machen irgendwie für mich auch keinen Sinn. Ich probiere einfach mal König G4, ich sehe es nicht. Alternative. Also ist jetzt König G4 funktioniert und ich. Oder ist König G4 falsch? Ich weiß nicht. Gut, H4 ist mein zweiter Kandidat. Ich habe keine anderen Kandidaten. Okay. König G6 und jetzt. Was ist jetzt der Trick? Na, so viele Optionen habe ich nicht. Ich will eigentlich nicht G4 ziehen. König E5, König H5 macht gar keinen Sinn. Also König E5, König H5, G3, König G4 macht überhaupt keinen Sinn. Denn oder doch? Moment. König G4, König F6, König G3, H5. Das ist gewonnen, oder? König F4, H6, König E4, König G7, König F5, König H7, König F6, König G8. Okay, das kann jetzt wahrscheinlich niemand mehr erkennen, was ich da eingezeichnet habe. Geht König E5 hier? König E5, König H5, G3. Kann er H6 machen? Dann wäre König F5 Patt. Ja, das geht leider nicht. So, König. Ach nee, ich wollte H6, König F6, König G6. Aber nee, das sollte trotzdem gewinnen. Okay, vielleicht ist König E5 extrem schlau. Vielleicht auch nicht. König E5, H6. Dann G4 wäre die Hoffnung gewesen. Und dann komme ich zumindest weiter nach vorne. Ich probiere mal König E5. Ja, König E5 war falsch. Schade. Herr ja, König E5 ist ja irgendwie interessant, dass wir König H5, König G4, glaube ich, halt wirklich verloren hätte. Okay, König G4 wäre natürlich der einfache Zug gewesen, ja.
Okay, aber König F6 ist doch genau das, was ich haben möchte. Jetzt kann ich König H5 machen. Ich dachte halt, nach König G4 kommt H6, das habe ich nicht verstanden. Ja, jetzt mache ich König G5, König H6. Okay, H5 muss ich sowieso machen. Und jetzt muss ich einmal rechnen. Fangen wir mal mit G4 an. König H8, G5, König G6. G6 nimmt das Remis. König H8, G7. Das heißt, ich muss G3 machen. Ja, ich dachte gerade erst kurz, es wäre falsch, aber nein. Das habe ich noch richtig gemacht. Ja, okay, ich weiß nicht, warum Schwarz hier König F6 machen musste. Ich hätte gedacht, H6 ist noch die beste Möglichkeit, aber vielleicht verliert es auch aus irgendeinem simplen Grund. Also es muss aus irgendeinem simplen Grund verlieren. Wahrscheinlich gehe ich irgendwie nach F4 zurück und dann gewinnt man schon irgendwie. Oder auch nicht. Ja. Das war auf jeden Fall falsch. Auch wenn König E5 auch interessant aussah, aber diesmal stand halt nicht Alternative, sondern falsch. Also war es wohl falsch. Schwarz am Zug soll Remis halten. Also ich kann auch jetzt schon sagen, dass ich wahrscheinlich den Chat heute wieder nicht lesen werde. Es tut mir leid. Ich bin ja am Dienstag auf jeden Fall wieder hier und da werde ich den Chat definitiv lesen, weil da habe ich normales Geschwätzblitz. Bei diesen Sondershows ist es halt irgendwie ein bisschen schwieriger. Okay, also auf A5 rausnehmen kann ich definitiv nicht, denn das war ein Spiel sofort verloren. Das heißt, ich kann nach A3 oder C3 werden die natürlichen Kandidaten. Okay, König A3, um an den Bauern zu bleiben. Was macht Weiß? Wie kann Weiß diesen Läufer austempieren, der ja nicht viele Felder auf dieser Diagonalen hat? Das muss man natürlich so sagen. König A3, könnte ich mir vorstellen, dass Springer B7 kommt, dann muss Läufer C7, ich glaube, man darf A5 nicht zulassen. Springer C5. Und jetzt droht sehr stark Springer E6. Also Springer E6 mit dem Läufer das letzte Feld. Ah ne, Springer E6, dann habe ich immer noch Läufer B6. Vielleicht ist das gerade der Trick. Dann habe ich noch Läufer B6 und wenn er nimmt, dann hängt er aber auf A4. Deswegen, ich vermute, König C3 verliert deswegen. Weil dann kommt Springer B7, Läufer C7. Ich bin zu blöd, Pfeile zu machen. Springer B7, Läufer C7, Springer C5. Und jetzt kann Schwarz sich gegen Springer E6 nicht verteidigen. Das ist, glaube ich, der Punkt, weil wenn Schwarz sagen wir abwartet, dann kommt Springer E6 und der Läufer hat kein Feld auf der Diagonalen mehr. Und ich glaube, wenn ich A5, A6 schaffe, dann ist der König zu weit weg, um Remis zu machen. Das heißt, ich glaube, ich muss nach A3. Ja, sieht so aus. Jetzt kann ich theoretisch sogar sofort nach B6, oder? Ich meine, ich kann auch nach C7. Ich glaube, es macht keinen großen Unterschied. Ich gehe mal nach C7. Ja. Okay, ja. Also Läufer B6 war halt sehr wichtig zu sehen. Man braucht halt praktisch hier diese drei Felder auf der Diagonalen. Die kann der Springer nicht gleichzeitig kontrollieren. Und der Läufer kann halt nach B6, weil man den Bauern auf A4 angreift. Okay. Ist die Ending won for white or drawn? Okay, normalerweise mit diesen ungleichfarbigen Läufern, also je weiter die Bauern auseinander sind, desto einfacher ist es gewonnen. Hier muss man gucken, der Bau auf D7 ist natürlich schon praktisch hier fest verankert, allerdings kann Weiß diese Figuren schon gar nicht mehr bewegen. Ist die Frage, ob man hier eine Festung aufbauen kann mit Schwarz oder nicht? Sagen wir, ich warte ab. Ich glaube ja, Schwarz ist am Zug. Kann Weiß irgendwie Fortschritte machen. B7, Läufer F4, König A7 gewinnt. Vermutlich. Das heißt, abwarten kann ich nicht. Also Läufer E3, B7, König C7 kann ich dann nicht machen wegen B8 oder D8 Dame, wie auch immer, und dann halt die andere Dame. Das heißt, Läufer F4 und dann König A7 und dann kann ich mich nicht dagegen wehren, dass Schwarz diesen Läufer, Weiß diesen Läufer gewinnt. Dann wäre der nächste Kandidat Läufer E5 hier in der Stellung. Läufer E5. Die beiden Figuren von Weiß können sich gar nicht bewegen. Nach B7 Läufer B8 sollte es Remis sein. König B6, König E7, König C6, König D8 und Weiß kommt nicht durch diese Festung. Das heißt, B7 geht nicht nach Läufer E5 und nach König A7 kann ich wieder Läufer D4 machen und Weiß kann keine Fortschritte erzielen. Deswegen müsste es Läufer E5 sein. War richtig. Okay. Why to move? Can you draw? Ich müsste auf eins dieser vier Felder kommen mit dem Springer üblicherweise und dann wäre es Remis.
Das heißt, Springer F5 wäre ein Kandidat. Springer F5 kommt aber wahrscheinlich. Ah, ne, wenn. Moment, wenn ich Springer F5 mache, kann ich nach H2, kann ich wieder zurück. Das ist hübsch, weil dann hat Schwarz keinen Zug außer dem hier und dann kann ich mit Schach den Bauern abholen. Das wäre Remis, aber gut, das gilt natürlich für alle Züge. Das heißt, H2 ist nie ein Problem. Sagen wir Springer F5, dann König G2, Springer E3, Schach ist sofort Remis. Das heißt, König G1 ist das Problem. Und dann ist tatsächlich nicht so leicht, das zu halten. Wenn ich dann wieder zurückgehe, dann kommt König F2 und ich verliere. Dann bin ich nicht mehr rechtzeitig. Das heißt, Springer F5, König G1, Springer E3, H2 bin ich auch zu langsam. Springer D4, König F2 bin ich auch zu langsam. Und Springer G3 kann ich halten. Nach H2 kommt dann irgendwann König G2 und der Springer hat kein Feld. Das sieht also schlecht aus. Springer F3. Kommt König G2. Wenn ich wieder zurückgehe, König F2 verliert. Springer E1 verliert. Okay, ist auch schlecht. Gut, so viele Felder habe ich nicht. Also ein Königszug sieht irgendwie zu langsam aus. Ich meine, ich kann zwar nicht H2 machen, das geht nicht, aber ich kann auf irgendeinen Königszug kommt König, also sagen wir so, dann kommt König G1, König ran, König F2 und dann ist es schon verloren. Das hier ist der letzte Kandidatenzug, der König G1 muss und jetzt kann ich nach E5, das ist der Trick. Nach H2 habe ich Springer F3 Schach und sonst komme ich nach G4 und dann bin ich auf, kann ich über diese vier Felder hüpfen, dann ist es sofort Remis, also Springer G6 muss es sein. Ja, genau. Und dann läuft man über diese vier Felder und das ist ziemlich simpel Remis. White to move. Can you win? Okay, weißen Bauern laufen nach da. Das heißt, angenommen, ich nehme den Bauern, dann muss Schwarz König B3 machen. Wenn er abwartet, verliert er sowieso, weil dann komme ich mit dem König rüber. Das heißt, ja, König. So, König B3, B5 nimmt B6, wenn ich auf die B-Linie gehe, zieht Weiß mit Schach ein. So, B7, ja, dann bin ich zu langsam. Das heißt, ich muss nach D2, B7, C8, B8 und dann C2. Jetzt müsste man sich auskennen, wo die Gewinnzone ist. Der König muss natürlich noch einmal hier auf die andere Seite. Das heißt, er verliert noch ein Tempo, weil mein König ist wahrscheinlich zu weit weg. Wenn ich mir die Aufgabe so angucke, bin ich mir ziemlich sicher, dass König H4 der Trick ist. Weil man, wenn Schwarz nach B5 geht, gewinnt man einfach ein Tempo, was halt sowieso nützlich ist, um den König ranzubringen. Und nach König B3, B5 kriegt man das gleiche Endspiel, aber Schwarz kann nicht auf den Patt hoffen, weil das ist ja üblicherweise die Verteidigungsidee mit dem Bauern auf C2, dass irgendwann Weiß den Bauern auf C2 nicht schlagen kann mit dem König auf A1, weil es Patt ist. Aber wenn ich diesen Bauern am Leben lasse, sollte es geworden sein. Also ich vermute, König H4 muss der Zug sein. Ja. So, und dann hole ich eine Dame. Ja. Ja, das geht noch weiter. Das ist jetzt praktisch die Stellung, die entstanden wäre, wenn jetzt beide durchgelaufen wären. Und jetzt muss man halt gewinnen, indem man irgendwie, also gut, erstmal bringt man wahrscheinlich die Dame ran. Also sagen wir Dame B4 Schach. Sieht normal aus. Ja, und jetzt Dame C3. Okay, Alternative. Gut. Warum auch immer. Keine Ahnung, Dame E4. Warum nicht Dame C3? Also Dame C3, König D1 und dann Dame D3, König C1 ist doch genau das, was ich will. Und dann kann ich mit dem König rüberlaufen. Na gut, keine Ahnung, ich kann auch hier das Schach geben. Alternative, gut, dann muss es Dame F4 sein wahrscheinlich. Alternative, okay, ich habe, keine Ahnung, ich kann hier das Schach geben. Gut, das war scheinbar aus irgendeinem Grund viel schlauer. Okay, und jetzt kann ich aber mit meinem König rüberlaufen. Jep, und jetzt gebe ich einen Schach, Schach, Schach. Und jetzt kann er eben nicht nach A1, weil wenn ich auf C2 nehme, hat Schwarz eben noch diesen Bauern und dann ist es kein Patt. Ja gut, und jetzt laufe ich weiter mit dem König rüber und weiter. Ja, und dann ist hier Matt auf C2. Okay, das war auch noch einfach. Das hatte ich doch gerade. Ja, das ist genau das, was ich gerade hatte. Gut, next lesson. What move can you win? Ah ja, also mein Bauer läuft nach hier oben, das heißt, ich bin noch ziemlich weit weg. Das heißt, ich habe die Wahl zwischen Turm D7 und Turm H4, um den König abzusperren. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass Turm H4 meistens die viel stärkere Absperrung ist gegen diesen König, um den Bauern nach vorne zu bringen.
Ich vermute, Turm D7 reicht nicht, weil Schwarz sich dann mit Turm B8 verteidigt. Und da ist mein Bauer zu weit hinten, um als das Fortschritte machen kann. Und dann kommt der König zurück langsam. Ich denke, Turm H4 gewinnt einfach. König D3, Turm H4, König D3, B4 und dann König B3. Und ich denke, das sollte einfach gewonnen sein. Ich sehe zumindest das Problem noch nicht. Ja. Genau. Gut, das habe ich hingekriegt. Also bisher war eine Aufgabe falsch. Okay, das ist jetzt Black to move, can he draw? Also Schwarz am Zug soll Remis machen. Oder zumindest ist die Frage, ob er Remis machen kann. Okay, wenn F4 kommt, dann kommt einfach König E2 und ich bin nicht im Quadrat, kann das sein? König G3, König F1 und ich kann diesen Bauern nicht aufhalten. Weil mir fehlt dann das Feld F4 selber. Das heißt, ich muss wahrscheinlich mit dem König anfangen zu laufen. Wenn ich mit König G3 anfange, dann B5, F4, B6, F3, B7, F2 und dann kommt B8, Dame Schach. König G2, aber das sollte verloren sein mit dem König auf D3, oder? Jetzt bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, wo die Gewinnzone ist. Man könnte es natürlich irgendwie ausrechnen. Ah ja, ist definitiv verloren, weil ich bringe die Dame nach G3, König H1 und dann gebe ich auf F3 einen Schach, König G1 und dann König E2. Der König ist definitiv zu nah dran. Das funktioniert nicht. Was bleibt mir dann noch? König. Macht König G4 irgendeinen Sinn? König G4, B5. Aber nee, dann nach F4 kann König E2 kommen. Und dann komme ich nicht rechtzeitig ins Quadrat. König F5, B6 ist zu schnell. Gut, dann bleibt eigentlich nur noch König H3, soweit ich das sehe. Es muss König H3 sein. Oder? Ja, doch. Ja, war richtig. F4. Okay, und jetzt... Achso, nach G4 macht eigentlich nicht so viel Sinn. Ah ja, und jetzt laufe ich nach G3 und jetzt mit dem König auf E4 statt D3 ist es wahrscheinlich noch gerade so Remis. Das wird wahrscheinlich der Trick sein. Ja, König G4 macht keinen Sinn. Also König G3, 3 F2 und das sollte Remis sein. Okay, aber der König auf D3 durfte halt nicht sein, weil da kommt eben König E2 am Ende. Also so ist es Remis. Is there any square on the board for the white king such that black to move can draw? Das heißt, ich soll irgendein Feld für den König finden, für den Weißen, wo ich ihn hinstellen kann, dass mit Schwarz am Zug die Stellung Remis ist. Was ist überhaupt die schwarze Idee, im Remis zu halten? Wenn ich König A5 mache, kommt D5, dann kann ich diesen Bauern nicht nehmen. Dann müsste ich halt zurücklaufen und dann König... Ja, genau, dann müsste ich halt zurücklaufen und dann drohe ich König C5 und den Bauern rauszunehmen. Das heißt, das wäre mein Plan, um Remis zu machen. Ja, wo soll ich den weißen König hinstellen dafür? Wenn ich ihn nach H1 stelle... König A5, D5, aber dann kann, wenn ich nach H1 stelle, König A5, kommt wahrscheinlich König G2, nimmt König F3, König B5, König hierhin, König C6, König E5, König D7, König D5 verliert. Das geht nicht. Ich vermute H8 ist das gleiche, der König ist ja nur noch näher dran. Ich meine, wenn ich ihn nach H stelle, könnte ich mit König C6 überlegen, aber dann kommt A5 wahrscheinlich. König B5, König G7, so und ja, das ist verloren. Okay, was ist mit A1? König A5, D5, König B6, sieht Remis aus. Und wenn der König auf A1 steht, so. Und dann bin ich gerade rechtzeitig. Ja, König muss nach A1. Yep. War sogar genau die Variante. Okay, Black to move. Larsen could not find a way to draw. Can you? Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn Larsen es nicht hinbekommen hat, kriege ich das wahrscheinlich auch nicht hin. Ich kann es aber versuchen. Gut, die eine Option wäre, Schachs zu geben. Wenn ich so mache, dann muss der König hier hin. Hoffe ich. Aber gut, wenn ich dann zurückgehe, dann kommt Turm A5 und ich verliere, glaube ich.
Dann bin ich wieder abgeschnitten hier auf dieser Reihe und dann droht einfach G5, König G4. Das heißt, wahrscheinlich mir gerade überlegt, Schach zu geben, König G3, König E5, Turm A6. Wenn ich einen Turm G8 mache, kommt König H4, Turm H8, König G5, Turm G8, Turm G6. Das nervt. Aber ich kann nach Turm A6 kann ich einfach abwarten, oder? Wenn ich Turm H1 oder Turm H7 vielleicht auch, Turm H7 sieht irgendwie besser aus, mache, dann F5, G5, König F5 ist Remis und Weiß kann auch keine Fortschritte machen. Also ich glaube, ich muss das Schach geben, weil sofort König G5 sieht falsch aus, weil genau, sofort König E5 kommt Turm A6 und nach dem Schach geht König G5. Das heißt, ich muss zuerst das Schach geben und jetzt den. Okay, und Turm G8, wie gesagt, ist, glaube ich, schlecht. Also mache ich. Ja, ich wollte abwarten. Ich glaube, Turm H7, Turm H1 geht vielleicht auch. Ja, Turm H7 ist richtig. Okay. Why to move, can he win? Okay, ich habe das Gefühl, es sollte Turm F2 sein, um. Gott. Um irgendwelche Bodychecks zu vermeiden. Also sagen wir, wenn ich stattdessen mit dem anfange, kommt König F6, König C6. Das ist doch nicht wahr. Okay, gut, ich sage die Züge einfach an. König B7, König F6, König C6, König E5. Und dann verliere ich wahrscheinlich wertvolle Zeit. Turm G2, König F4, König D5, G4. Ja, und dann bin ich zu langsam. Ich glaube, es muss Turm F2 sein. Turm F2, G4 geht gar nicht wegen Turm G2, es das heißt König G6, König B7, G4, König C6, König G5, König D5, G3, Turm F8, König G4, König E4, G2, Turm G8, König H3, König F3. Ja. Okay, er geht nach H6, aber es ändert, glaube ich, nichts. Ich komme mit dem König ran. Ja. Oh, I leveled up. You reached the rank of able learner. Das ist sehr gütig. Ist the ending drawn? Das wirkt so, als muss ich wahrscheinlich nach G4 einfach so aus dem Prinzip Bodycheck wieder. Also, wenn die Aufgabe schon so gestellt wird, ist es halt immer dieses kontraintuitive Zurückkehr mit dem König. Ich vermute König G6, König F4, H7, Schach. König G7, König G5, H7, Schach, König G8, ups, so rum, König G6 und wenn man sich einen Springer holt, König F6 ist verloren mit dem Springer auf H8. Es wird König G4 sein. König G4, König E4, H6 und wenn der Turm nach A1 geht, dann gehe ich wieder nach G5. Es ist halt super wichtig, immer diesen König abzuschneiden, diesen Endspielen. Ja, und jetzt muss ich nach G5, H7 verliert, glaube ich, wegen Turm G1, König F5. Oder? Tut es das? Ich würde vom Gefühl einfach nach G5 gehen. Weil das hier ist, die Stellung sollte man halt auf jeden Fall mal gesehen haben. Hier H7 ist halt schlecht wegen Turm G1, König H6, König F7, da muss man sich einen Springer holen und nach König F6 verliert man. Aber König G7 ist Remis mit der Idee, nach dem Schach nach F8 zu gehen. Das ist halt sehr wichtig. Also die Idee ist halt hier nach dem Schach König F8 zu machen. Und dann ist es Remis. Black to move. According to Chessbase Magazine notes, this position is a dead draw, but with black being exchanged and a pawn up, it is difficult to believe, isn't it? Black to play. Wieso erinnert mich das an meine Partie gegen Aronian? Ich bin mir ziemlich sicher, dass. Vor allem ist es irgendwie Kritik an Chessbase Magazine. Sie sagen, es ist die Stellung tot Remis. Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich auf F3 nehme, dass die Stellung Remis ist. Ich meine, dieses. Ich meine, mit dem F3-Bauern und wenn der Schwarz für die Läufer hier ist, also der König theoretisch in der richtigen Ecke ist, dann ist es, glaube ich, Remis. Also ich bin mir zumindest relativ sicher, dass ich das irgendwann mal gesehen habe, GF3, dass der König geht halt nach F1 irgendwann, der Läufer stellt sich auf diese Diagonale von G. Oh mein Gott, ich kann wirklich keine Pfeile zeichnen. Ich wollte eigentlich nur diese Diagonale zeigen. So, der Läufer wird sich auf die Diagonale stellen, das ist Remis. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, ob ich nach Turm F3 gewinnen kann. Das ist vielleicht auch Remis, aber habe ich noch irgendeinen anderen Zug, den ich nicht sehe? Bringt das irgendwie hier was, Turm D3 zu machen? Aber was soll mir das bringen?
Turm D, wenn ich mit Turm D3 anfange, kommt Läufer C7. Ich sehe nicht wirklich, was das ändert. Ich kann dem Läufer nicht alle Felder wegnehmen. Also ich würde Turm F3 machen und dann hoffen, dass man irgendwie Chancen hat. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, ob man es gewinnen kann. Aber gut, der Versuch wäre zumindest irgendwie den König halt hier rüber zu bringen, weil der Läufer hat nicht so viele Felder. Also die Diagonale ist halt auf jeden Fall kürzer, auf die er kann, weil er muss dann halt immer gucken, dass er hier auf D8 noch einen Schach geben kann, falls mein König nach H4 kommt. Also ich denke, es ist der. Ja, der war richtig. Und jetzt muss man irgendwie präzise sein und dem Läufer die Felder wegnehmen. Turm D3 sieht aus wie ein guter Start. Würde ich sagen. Ja, und jetzt kann ich König G5 machen, oder nicht? König G5 und ich drohe König H4, weil dann gibt es keinen Schach. Ja doch, König G5, Läufer G3, Turm D2 sollte gewinnen. Okay, das heißt, er hat noch den, um jetzt hier einen Schach zu geben. Ja, das ist in der Tat noch lästig. Turm E3, dann geht er wieder zurück nach C7. Aber ich kann Turm D5 machen, ja. Dann kann der Läufer nicht zurück nach C7, weil dann habe ich immer noch König. Nee, wobei, was erzähle ich hier? Ah, ich habe Turm D5, Läufer C7 und jetzt gebe ich einen Schach. König G3, jetzt gebe ich noch einen Schach. König G2 und jetzt gehe ich nach H4. Das ist der Trick. Weil ich wollte erst sagen, Turm D5, Läufer C7, dann kann ich König H4 machen, dann kommt Läufer G3, Schach. Das bringt mir gar nichts, aber es ist trotzdem der. Und jetzt gebe ich einen Schach und König H4 und jetzt habe ich dem Läufer alle Felder weggenommen. Jo. Ah, oh, schon wieder sowas. Turm gegen Bauer. Hier, wir hatten schon ein paar Mal das Motiv Bodycheck und ich vermute, das ändert sich auch nicht wirklich. Achso, ja, okay, was man natürlich so zuerst sagen sollte, A5 wäre ein furchtbarer Fehler wegen Turm H5. Und wenn der König hier abgeschnitten ist, ist es sofort verloren. Also, sobald der Bauer nach A3 geht, dann kommt der A2 und Turm A3 und sammelt den Bauern auf. Das heißt, ich muss meinen König nach vorne ziehen. Ja gut, A5 macht gar keinen Sinn. Ich meine, ich würde einfach der Thematik wegen nach C5 gehen, um Bodychecks geben zu können. Okay, aber jetzt sollte ich, glaube ich, laufen. Jetzt kann ich nicht mehr weit genug hinten abgeschnitten werden vom Turm. Ja, und ich sehe auch keinen Grund, nicht weiterzulaufen. Okay, soweit so gut. Und dann, okay, kann ich vielleicht auch A3 machen? A3, Turm C8, König B4, König D4. Ne, A3, Turm A8, König B4, König D4, König B3, König D3, König B2 sollte doch Remis sein. Ja, ich kann A3 machen, oder? Ja, konnte ich. Okay, A2 kann ich natürlich nicht machen. Ja, ich sollte, denke ich, nach C4 laufen. Jupp, König B3. Ja, und jetzt ist wieder das Typische, ich sollte nach B2, um jetzt nach C1 laufen zu können. Das hatten wir gerade schon. Ja. Und das ist Remis. Okay, Aufgabe 19. Where to move, what is the result? Ja, wenn ich schon so gefragt werde, ist das Ergebnis wahrscheinlich nicht Remis. Ja gut, König F5 wäre der natürlichste Kandidat. Und jetzt muss Schwarz halt aufpassen, weil er schafft es nicht, so die normale Philidor-Verteidigung zu machen. Der Turm müsste dafür auf, dann müsste man halt Turm A6 machen können oder sowas, dann wäre es halt Totremie. Aber da der Turm hier so blöd auf D5 steht, geht das halt nicht. Das heißt, Schwarz muss nach König F5 ziemlich aufpassen. Ich vermute einfach mal, dass es hier gewonnen ist, auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, aber wir werden das vermutlich gleich erfahren. Turm D1, gut, E6 macht gar keinen Sinn. Nach E6 gibt Schwarz einmal Schachs und das ist Remis. Das heißt, ich habe noch die Wahl zwischen König F6 und König E6. Okay, König E6 sieht schon irgendwie am logischsten aus. Warum sollte ich jetzt nach F6 gehen? Dann, König F6, Turm E1 ist ja sogar tot Remis einfach. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, das ist doch einfach die bekannte Remis-Stellung. König F6, Turm E1. Das ist halt die andere Methode, Remis zu halten. Und dann nach Schach kommt König D7 und weiß, kann halt keine richtigen Fortschritte machen. Also König F6, Turm E1 und wenn ich König E6 mache, dann kommt König F8 und das ist Remis. Das heißt, ich muss König E6 machen.
Und ich muss jetzt auch aufpassen, weil Turm E1 droht. Das heißt, ich kann hier nicht irgendwas machen. Okay. Stellung kenne ich so zumindest, glaube ich, nicht, warum das hier gewonnen sein soll. Wenn ich den mache und nach E8 gehe, kommt trotzdem Turm E1 wahrscheinlich. Oder Turm A1 vielleicht. Auch Turm E1 geht König D7. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Ja gut, aber Turm H8, König G7, Turm E8 kann es eigentlich auch nicht sein, weil dann kommt wahrscheinlich Turm A1 und dann sollte das auch eine theoretische Remis-Stellung sein. Was habe ich noch? Turm A7 kann es. Ich glaube, ich muss das Tempo gewinnen, dass ich hier Turm D7 mache. Das ist wahrscheinlich der Trick, damit ich irgendwie noch ein Tempo gewinne und dann das Schach geben kann und dann habe ich direkt, kann ich direkt meinen König bewegen. Ich vermute, das Tempo ist hier sehr wichtig. Ja, ich probiere es einfach mal. Oh. Ah, oh Gott. Ja, ich bin so ein Idiot. Ja, natürlich das Schach hier. Oh mein Gott. Ja, Turm D7 geht ja auch Turm E1, das hatte ich ja vorhin sogar gesagt, das macht halt gar keinen Sinn. Ja, das Schach. Okay, und er kann halt nicht nach E8, deswegen muss er nach G8 und jetzt mache ich aber den. Ja, okay. Meine Güte, das war eine schwere Geburt. Und jetzt mache ich König E7. Und jetzt muss ich aber aufpassen, weil E6, Turm A8 ist Remis. Es tut mir jetzt schon leid für die Qualität hier heute. Das ist schon die zweite Aufgabe, die ich falsch gemacht habe. Das sollte eigentlich nicht passieren. E6, Turm A8 ist, glaube ich, Remis. Turm D8, Turm A7. König E8, König F6 ist Remis. Ach, warum? Was ist jetzt der Trick stattdessen? Also ich meine, habe ich was Besseres als E6? Ich bin mir ziemlich sicher, dass mit dem Bauern auf der E-Linie und dem Turm auf A1, dass es Remis nach E6, Turm A8. Kann ich König E8 Schach machen? König E8, König G6 und vielleicht kann ich hier E6 machen. Das kommt mir so zwar auch unbekannt vor, aber es geht vielleicht. König F6, E7. Schach, Turm D8, Turm A7, Turm D6, Schach. Ich glaube, König E8 ist es. Gott, ich bin. Hä, was ist denn mit mir? Aber wieso ging E6 nicht? Das habe ich jetzt schon wieder eingestellt. Okay, ich verstehe es. Diesmal verstehe ich es auch nicht, was ich eingestellt habe. Wahrscheinlich irgendwas Simples. Okay, aber der ist wahrscheinlich präziser und jetzt muss ich aber E6 machen. Ich habe doch keine andere Wahl. Meine Güte. Also dieses Endspiel macht keinen Spaß. Halb. Wieso ging E6 gerade nicht? Was habe ich denn da eingestellt? Okay, vielleicht bin ich einfach dumm. Ja, und jetzt Turm D8. Was sonst? Ja, König E7 kann es nicht sein. Ich habe irgendwie bei diesem Endspiel gerade die ganze Zeit Angst, dass ich hier irgendwas falsch mache. Es verwirrt mich einfach nur. Ja, aber jetzt kann ich E7 machen. König F6, okay. Meine Güte. Und jetzt kann ich Turm D1 machen, ja? Das sollte doch jetzt endlich mal gewonnen sein. Turm A8 Schach, König D7. Ne, Turm A7 Schach. König. Warum sollte es überhaupt so einfach gewonnen sein? König E6. Turm A6 Schach, Turm D6. Ja, deswegen sollte es gewonnen sein. Ja. Okay, dann kann ich wahrscheinlich überall hin, aber ich habe gerade irgendwie Angst, dass ich schon wieder einstelle. Okay, gut, diesmal war es nicht inkorrekt, das ist nur eine Alternative. Dann gehe ich vielleicht nach D2. Okay. Okay. Was? Hä? Okay, kann ich sofort nach D6 oder was?
Ja. Also D5 ist wirklich das letzte Feld, was ich gewählt hätte. Hä? Ich bin doch jetzt jedes Feld auf der D-Linie durchgegangen, oder nicht? Dann ist es Turm C8. Gewinnt das auch? Okay, wow. Ja, gut, aber ich glaube, irgendein Zug auf die D-Linie hätte auch einfach gewonnen. Keine Ahnung. White to move, can you draw? Gut, also dieses Endspiel sollte man einfach vergessen, beziehungsweise man sollte vielleicht daraus lernen, dass man sich so ein Turmspiel nochmal anguckt. Also das war ziemlich schlecht. Okay. Weiß am Zug, soll Remis halten. Wenn ich versuche rüber zu laufen, dann kommt der König E4. Ups, ich kann leider mich nicht nach D4 beamen. So, König C3. Ja gut, ich müsste halt versuchen, also sagen wir C5 wäre eigentlich der erste Kandidat. König E2, König G1, König D3, König F2, König D4, König E2, da bin ich nicht schnell genug. König so, und dann müsste ich halt nach C3 kommen, aber C5, König E2 ist halt sehr nervig. Das heißt, ich muss wahrscheinlich sagen, wir fangen mit König F2 an. Wenn C5 kommt, König E3, König C2, König E4. Bin ich auch zu langsam? Nee, aber ich kann König F2, C5, König E3, König C2 kann ich König E2 machen, dann ist es Remis. König C3, König D1, König C4, König C2. Und die andere Idee war König F2 und wenn jetzt Schwarz so macht, dann mache ich C5 und nach König D3, König E1, König D4, König D2 bin ich rechtzeitig. Das heißt, ich glaube König F2. Ich weiß nicht, ob ich auch König F1 mache, aber gut, König F2 sieht natürlicher aus. Bitte lass wenigstens diese Aufgabe richtig sein. Bitte. Ja. Okay, ich kann zumindest noch ein bisschen was im Schach. What is the result after King C6, King C4, King E6? Ja, nach dem Thema Bodycheck wäre jetzt König C4 der natürlichste Zug, den ich erwarten würde. Okay, König C6 und König C4 scheinen auch aufs Gleiche hinauszulaufen, weil die Frage ist so gestellt, dass entweder einer von den beiden Zügen oder König E6. Gut, wir versuchen mal König E6, weil ich das Gefühl habe, dass es falsch ist. Sagen wir Turm D1. Turm D1. E5, König C3. König F7. Wobei, es sieht eigentlich aus, als wäre ich rechtzeitig. Wohin geht der Turm nach König E6? Ah ne, König F, also vielleicht doch, also König E6, Turm D1, E5, König C3, König F7. Jetzt das, meine Güte, jetzt das Schach. König E7, König D4. König E7, König D4, König D6 muss man versuchen. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass König E6 falsch ist. Turm D1, E5, König C3, König F7. Wenn ich zuerst den mache, kommt E6, Turm E8, König E8. Ah ja, nee, das gewinnt doch. Nee, aber achso. Weil es muss nach dem Schach nach G6 gehen, das ist der Punkt. Nee, aber Moment, also jetzt einmal nochmal konzentrieren. König E6, Turm D1, E5, König C3, König F7. Ich muss zuerst das Schach geben, damit König G6 nicht geht wegen Turm E1, König F6, König D4, E6, König D5, E7, König D6. Und nach König E7 nach dem Schach. Sollte ich irgendwie gewinnen? Oder halt auch nicht. König E7, König D4, König D6. Wieso sehe ich das nicht? Das ist doch...
Also gut, König C4 muss der richtige Zug sein. Oder König C6. Wer König C4 hindert einfach den König am Vorlaufen, das sieht halt viel einfacher aus. Und jetzt kann ich entweder zurück nach D5. Ja, wahrscheinlich zurück nach D5. Ich meine, ich glaube, ich könnte auch nach D4, aber man sollte nicht zu viel ausprobieren. Okay, wird mir hier auch noch einmal angezeigt, warum König E6. Ach, Turm D4. Okay. Das heißt, die gleiche Idee, aber ich muss halt auf der vierten das Schach geben, damit ich König E4 habe. Und jetzt nach, jetzt König, ja genau. Das ist einfach der Punkt. Und jetzt nach E6, König E5 mache ich so und dann. Aber ich überlege gerade. Nee, aber ich kann es halt eben nicht von, also ich kann halt nicht nach D1, weil dann kann ich nach E5 nicht König D3 machen. Das ist der Punkt. Ich muss nach D4, um nach E5 König D3 zu haben, damit die D-Linie immer noch abgeschnitten ist. Okay, das war auch nicht so stark. Ja, ich hatte doch gerade, ja, keine Ahnung, das hatte ich doch gerade. Gut. Nächste Stellung. Black to move, can he win? Hm. Gute Frage. Also Weiß droht schon relativ schnell hier König H6, H5, G5, G6 zu machen. Das müsste man ja irgendwie verhindern, wenn man gewinnen will. Ich könnte mir vorstellen, was der Trick ist. Das muss man halt nur geschickt machen. Ich glaube, es ist König E4. Ich möchte wenigstens mal eine Aufgabe gut lösen. König E4. Wenn H5 kommt, kommt König F3. Dann müsste König H4, aber das kann... Das verliert sowieso nach König F4, denke ich. Weil ich kann nach G6 dann immer H6 machen, dann werde ich irgendwann die Bauern abräumen. Ich glaube, der Trick ist einfach König E4, König H6 und jetzt mache ich König F4, G5, Läufer G6. Ach Gott, okay, ich sage aber die Züge an. König E4, König H6, König F4, G5, Läufer G6, H5, König F5, nimmt und dann ist das Bauern ins Spiel gewonnen. Ich glaube, das ist der Trick. Ja. Ich glaube, ich habe auch keine andere Wahl. Ja, das ist ein sehr netter Trick. Ist wahrscheinlich auch der einzige Weg, die Stellung zu gewinnen, weil sonst ist Weiß immer schnell genug, hier die Bauern abzutauschen. Okay, Black to move, can he win? Das sieht schon wieder kompliziert aus. Ist okay, Weiß droht H8 Dame, das heißt, ich muss das irgendwie verhindern, sonst ist sofort Remis. Wahrscheinlich ist Turm G3 der Trick. Turm G3, wenn der Läufer rausnimmt, C1 Dame, H8 Dame und dann gebe ich auf den G5 einen Schach. Wenn der König nach F8 geht, ist Dame E7, Dame F7 ist matt. Das heißt, der König muss nach H7 und dann nach König F7 ist es verloren, obwohl Weiß diesen Läufer auf G3 hat, aber der hilft halt einfach nicht. Diese Stellung ist ja trotzdem verloren, weil immer ein Matt droht. Ja, dann wird es Turm G3 Schach sein. Die einzigen Fragen sind noch, wenn Weiß nach F8 geht, dann mache ich Turm F3 wahrscheinlich, H8, Turm F4 und C1. Und das wird sicherlich kein Dauerschach sein mit dem Turm auf F4. Das heißt, Turm G3, König, ja, wo auch immer hin, aber dann kann ich wahrscheinlich mit dem König nach, also König H6 zum Beispiel, kann ich König F7 machen. Ich kann Weiß sich zwar einen Springer holen, aber es dürfte verloren sein. Trotzdem, also Läufer, Springer gegen Dame ist nur im Ausnahmefall Remis. Da gibt es eigentlich nur eine Festung. Ich weiß nicht, ob wir die hier noch sehen werden, aber das ist sicherlich keine davon. Ich denke, der ist es und ich denke auch, König F7 ist richtig. Wenn er auf G3 nimmt, ist C1 Dame halt Schach. Deswegen gewinne ich dann. Ja gut, und jetzt kann ich, ach so, Moment, wenn ich den Bauern abräume, Turm H3, Turm H7, dann versucht Weiß, meinen C2-Bauern zu gewinnen, aber er kann eigentlich, nein, das kann nicht Remis sein. Nie im Leben, ja. Okay, es ist erst Aufgabe 24, ich sollte mich auch mal ein bisschen beeilen. Es ist für 2 Stunden angesetzt hier. Und ich bin erst ein bisschen über die Hälfte. Gut, Black to play. Und Black soll, also Schwarz soll Remis machen. Ja, König B6 wäre der erste Kandidat. Dann kommt wahrscheinlich F5.
F5, Läufer E4, kommt F6, das bringt mir nicht viel. Und wenn ich auf A7 nehme, kommt F6, Läufer D5. Und jetzt müsste man wissen, ob das schon direkt verloren ist oder nicht. Das sieht aber schon ziemlich gefährlich aus mit dem König so weit weg. Die andere Option wäre halt Läufer E4 hier in der Stellung. Also zumindest wäre das die andere Option, die ich sehe. Läufer E4, dann kann ich nach F5 mit Schach rausnehmen. Und dann könnte ich B7 machen. Ja gut, wenn Weiß dann die Dame auf A8 holt, kann ich rausnehmen, dann kriegt Weiß zwar trotzdem F5 hin, aber dann ist mein König so nah dran, dass es sofort Remis ist. Der Läufer E4 sieht schon am natürlichsten aus, wenn ich nicht irgendwie was übersehe. Und dann ist es wahrscheinlich Remis. Läufer E4. Ja, wie gesagt, F5 nehme ich mit Schach aus, König B7 und dann kriege ich den A7. Und ich sehe im Moment keine anderen Tricks, aber es ist auf jeden Fall sicherlich schlau, den Bauern da schon zu stoppen und nicht den Bauern bis nach F6 zu lassen. Das sieht dann halt schon zumindest sehr gefährlich aus. Ja, ich probiere es einfach mal. Gibt es irgendeinen Trick, dass es irgendwelche Springergabeln gibt? Aber ich sehe keine. Das wäre noch das Einzige, was hier lästig sein kann. Aber der Springer kann nicht in zwei Zügen nach D6 kommen, um mich da zu stören. Ich probiere es einfach mal. Es war richtig, Gott sei Dank. Mal wenigstens wieder einmal was richtig gemacht. Ja, und jetzt König B7, schätze ich. Ja, es gibt doch keine Tricks hier. Oder? Ja. Ja, und das hier wird halt tatsächlich als... Ah, Springer E7 geht sogar. Okay, Springer E7 ist natürlich sehr tricky. Dann geht Läufer D5 gar nicht. Aber ich meine, auch so macht es keinen Sinn, den Bauern so weit nach vorne zu lassen. Also, ja, das hatte ich. Ja, next lesson. Why to move, can you win? Das sieht auch schon wieder... Irgendwie sieht die Stellung aus, als ob G4 der Zug wäre, einfach um da schneller voranzukommen. Bin mir zwar nicht sicher, ob das stimmt, aber... Das wäre zumindest eine Option. Sagen wir so, die andere Option ist natürlich Läufer F und Schach. Das ist die erste, die einem in den Sinn kommt. Dann, wo geht der König hin? H8 oder H6? Auch da bin ich mir schon nicht ganz sicher. Ich meine, man könnte zum Beispiel nach H6 und nach G4 Läufer F6 machen, aber ich weiß nicht, ob das auf Dauer hält. Sieht irgendwie in der Situation ein bisschen komisch aus. G4 sieht eigentlich am schlauesten aus. G4, Läufer E3, dann mache ich G5, Läufer F4, G6, G7, G8, dann bin ich durch. Das heißt, Läufer E3, G5 müsste der Läufer wieder zurück nach D4, aber dann nehme ich auf F5, der König muss nach H8 und dann mache ich einfach G6, der Läufer muss da abwarten, dann mache ich F5, F6 und Schwarz kann eigentlich nichts dagegen tun, dass ich den Läufer gewinne und dann die Partie. Deswegen vermute ich mal, dass Läufer F5 falsch ist. Sieht auch zu naheliegend aus. Das ist meistens nicht gut in diesen Aufgaben. Ich vermute es wegen König H6 irgendwie. Wenn G4, kann ich auf E3 da auch machen vielleicht. Ah ne, dann kommt G5, König H5, G6 und nach Läufer D4 kommt aber G7. Hm. Warum ist Läufer F5 falsch? König H6, G4, ja gut, ich habe halt eben diesen Trick mit Läufer F6. Ich weiß ja nur nicht, ob das Remis ist oder... Aber es erhöht zumindest auf jeden Fall meine Chancen. Ich probiere, also vielleicht ist nach Läufer F6 kann man vielleicht irgendwie eine Festung aufbauen. Das ist zwar noch nicht die Idealstellung, aber Weiß braucht jetzt auch erstmal einige Züge, um weiterzukommen. Und dann kann ich meine Figuren umgruppieren. Der König muss halt erstmal jetzt dann nach F5 gebracht werden. Deswegen vermute ich einfach mal, ich mache G5 hier, um eben das zu vermeiden.
G4 hier, um eben das zu vermeiden. Ja, das war richtig. Okay, ich sollte nicht auf F5 nehmen, weil dann kommt Läufer E3. Gut, also Läufer F5, Läufer E3, G6, Läufer 4, G6, Läufer E5 ist Remis. Das heißt, ich muss zuerst den hier machen. Und jetzt G6 und jetzt den. Und wow, der verwirrt mich einmal kurz, aber ich kann einfach den Läufer wegziehen. Dann, okay, Alternative, dann nach B1. Gut, dann nach D3. Und F6. Und gewinnt. Find mistakes in the following move. Proceed to the following set of trainables only after you think you found all mistakes and improve upon them. Wow. Dieses Endspiel sollte man wahrscheinlich kennen. Ich... schon lange her. Wahrscheinlich ist König H7 schon irgendwie ein Fehler. Es, kann es sein, dass es irgendwie sowas ist, dass ich den König nach F8 bringen muss? Also, dass zum Beispiel König H7 schlecht ist wegen dem Schach und König F8. Irgendwie sowas habe ich ganz dunkel in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das falsch ist. Das heißt, man könnte halt überlegen, ob man hier Turm G7 spielt, um das Ganze zu verhindern, dass der König bis nach F8 kommt. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Also König H7, gut. Und dann kam da, gut, ich kann jetzt hier nicht alle Züge hier durchgehen und gucken, ob ich irgendwo einen Fehler finde. Also, jetzt hat Weiß es geschafft, den König nach F8 zu bringen. Das war auch Kramnik gegen Polger. Hat Weiß denn dann gewonnen? Nee, Weiß hat nicht gewonnen. Gut, dann ist es vielleicht doch nicht das einzig Wichtige. Schwarz hier immer noch abwarten kann. Wobei, wenn ich die Stellung jetzt mit Weiß, also wenn die Stellung jetzt mit Schwarz am Zug, wäre es halt verloren, weil dann hat der Turm kein Feld mehr vermutet. Nee, obwohl er hat noch G8, also. Ja, ich gucke mir einfach die Aufgaben an. Ich glaube, es macht, also ich kann jetzt ja nicht hier 16 Züge durchgehen und irgendwie bei jedem Zug sagen, ob er falsch ist oder nicht. Ja, das ist, glaube ich, Quatsch. Ich mache mal einfach Continue. Ja, jetzt ist es auch noch vertauscht von der Richtung Black to Play. Ja, also ich glaube, wie gesagt, dass Turm G7 hier ein sinnvoller Zug ist, wenn ich nichts einstelle. Wieso werden die Aufgaben hier schon so schwierig? Aber ich glaube, Turm G7 macht Sinn. Ich sehe zumindest nicht, was falsch daran sein sollte. Also ich verliere den Turm nicht. Ja, genau, das ist schon richtig vom Prinzip her. Gut, und das heißt, hier werde ich halt König F7 machen. Okay, also soweit habe ich schon verstanden. Man muss nur noch den Gewinn finden am Ende wahrscheinlich. Hä? Ist das nicht die gleiche Aufgabe, die ich gerade hatte? Hä? Why to play? Okay, bin ein bisschen verwirrt langsam. Aber jetzt mache ich, also König E7 oder König E8? Macht das irgendeinen Unterschied? Ich wüsste nicht, was das für einen Unterschied machen soll, ob ich nach E7 oder E8 gehe. Ich gehe mal nach E7, weil die Idee war, nach Turm G5 dann Dame C4 zu machen. Und dann drohe ich wieder da langsam, aber sicher irgendwie mit dem König rüberzukommen. Ja, König E7 sieht aus wie der natürliche Zug. Ich meine, ich kann auch nach E6, aber dann kommt Turm G5 und dann komme ich wahrscheinlich hier nicht rüber. Das heißt, König E7, Turm G5 und dann Dame C4, dann kann er halt keinen Schach geben wegen König F8. Und Turm F5 geht auch nicht wegen Dame E4. Ich vermute König E7, wobei ich vielleicht auch nach E8 gehen kann. So, Black to play. Dann ist doch hier wieder Turm G7. Okay. Das Prinzip haben wir, glaube ich, verstanden. Achso, nee, hier kann ich nicht König. Also doch, kann ich König F7 machen. Das ist kein Patt. Ja, der Bauer läuft nach hier. Gut, also Patt ist es definitiv nicht. Dann kann ich doch einfach den machen. Hat er keinen Turm G7 Schach? Okay, König E7 geht auch, ja. Schön und gut.
Okay, gut, das war's schon. Also, ich habe nur nicht ganz verstanden, er hat es in der Partie auch geschafft, den König nach F8 zu bringen und er hat trotzdem nicht gewonnen. Da müsste man vielleicht noch einmal hingucken, aber gut. Jeder weiß, in this game, Janowski resigned in a drawn position, but is not so well known that Capablanca had a forced win. Wow, also Weiß steht auf Gewinn. Und das heißt, ich muss irgendwie geschickt spielen. Sehr geschickt. Das heißt, die Frage ist, wo stelle ich meinen Läufer hin, um zu gewinnen? Ich meine, ich kann den Läufer irgendwo. Ja, wo soll ich ihn am besten hinziehen? Das kann lustig werden. Oder auch nicht. Ich meine, ich kann auch mit König D5, König G6, König E6 anfangen, wenn das irgendwie hilfreich ist. Das ist vielleicht sogar sehr hilfreich, ja. Wenn ich das so mache, König G5 geht nicht wegen Läufer E7. Und wenn Schwarz irgendwie abwartet, kann ich. Okay, vielleicht muss er nach B6 dann gehen, um abzuwarten, damit er. Ich hatte erst gedacht, Läufer C7, dann kann ich Läufer E1 ziehen und Schwarz kann B4 nicht verhindern, aber er kann nach B6 tatsächlich. Das ist noch ein bisschen blöd. Und wenn ich nach E1 gehe, geht er nach C5, dann war es vielleicht doch nicht so schlau. Ich meine, ich kann auch anfangen mit dem Schach hier. König G6 und dann kriege ich B4 auf jeden Fall hin. König F5, kann ich König D5 machen. Vielleicht muss ich auch mit dem Schach anfangen. Jetzt müsste man halt wirklich Ahnung von so einem Endspiel haben. Ich meine, König D5 sieht schön aus, aber nach König D6, meine Güte, König E6, nach Läufer B6 sehe ich nicht, was ich mache. Okay, mit diesem Pfeilen sollte ich einfach lassen. Nach Läufer B6 sehe ich nicht, was ich machen soll. Vielleicht, weil ich blind bin, aber vielleicht geht auch nichts. Ja, ich glaube, ich muss sofort irgendwie erzwingen, dass ich B4 hinkriege, aber sonst kriege ich das nachher nicht mehr hin. Ich würde sagen, ich probiere es einfach. Wäre also Schach, König G6, B4, König F7, König D5. Wenn König E7 kommt, kommt König C6 und die schwarzen Figuren sind alle sehr schlecht platziert. Okay, was soll's. Nee, Läufer C1, Läufer C3 war falsch, Läufer E1 ist der Zug. Okay. Gut. Wahrscheinlich. Naja, wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich versucht Schwarz irgendwann hier unten rumzulaufen und dann gewinnt Schwarz wahrscheinlich ein Tempo, wenn der Läufer da steht. Ich vermute, wir werden die Varianten gleich sehen. Läufer C3 Schach. Ah ja, der König ersetzt rechtzeitig. Ja, genau, das ist eigentlich gerade die Partie gewesen und ich hatte irgendwie gehofft, dass man hier rechtzeitig ist, aber also das Weiß hier schnell genug ist, aber Schwarz schafft es rechtzeitig nach C4 zu kommen und dann Remis zu machen. Okay, das heißt, ich muss halt nach E1. Achso, wahrscheinlich werde ich jetzt gleich sehen, wie es weitergeht, ja. So. Jetzt B4. Ich wüsste nicht, was sonst. Und jetzt König D5. So, und jetzt ist es schlau, dass ich den Läufer dahingestellt habe, aus einem ganz bestimmten Grund, den wir jetzt rausfinden werden. Hoffentlich. B5, König E3. Ja, was ist der Grund? B5, König E3, König C6, König D4. Schwarz doch auch. Ah, B5, König E3. Ne, Moment. Ich bin immer noch verwirrt. Das ist auch nicht.
B5, König E3, Läufer. Ja, was ist der Trick? Also, wo gewinne ich noch ein Tempo? Irgendwo muss ich hier noch ein Tempo gewinnen. Oder mache ich Läufer F2? Ist das irgendwie brillant? Dann König F3. Meine Güte. Das ist wirklich nicht gut. Ja, Läufer. Also Moment. B5, König E3. König C6, König D4. Habe ich jetzt hier irgendwo dieses Tempo gewonnen, was ich jetzt ausnutzen kann? Ich sehe es halt nicht. Also ich sehe es wirklich nicht. Auf G3, König C4 ist zu langsam dann. Kann denn das so schwer sein? Ich sehe es halt wirklich gerade nicht. Was wahrscheinlich unfassbar peinlich ist. B5, König E3, König C6, König D4, König D7, König C5. Hä? Was habe ich denn hier noch für Kandidatenzüge? Nicht mehr so viele eigentlich. Läufer F2, König F3 und dann irgendwas Geniales. Läufer C5, König E2, B5, König D3. Ich bin überfragt. Ich muss auch irgendwas ziehen. Also, es macht ja keinen Sinn, hier jetzt ewig zu sitzen und alle zu langweilen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn es ist irgendwo bei Läufer F2. Wieso sehe ich das nicht? Das sollte eigentlich nicht so schwierig sein hier. Ja, Läufer F2 war natürlich falsch. Gut, also war es doch B5, aber ich sehe es halt immer noch nicht. Also es ändert ja nichts. Also das ist wirklich peinlich gerade, weil das sollte man eigentlich wissen. Ja, was soll ich tun, wenn ich es nicht sehe? König C6, König D4. Ich sehe halt wirklich gerade gar nichts. Achso, dann kann ich König... Ah, meine Güte, ich bin so schlecht. König C6, König D4, König B7. Und dann ist es gewonnen, ja. König C5 von mir aus, König A6. Und dann... Nee, oder sehe ich gerade Quatsch, oder ist es richtig? Ich bin langsam schon so verunsichert, dass ich gar nichts mehr weiß, aber dann mache ich Läufer A5 im nächsten, B6, B7. Ja, und dann? Also gut, König C6 ist der Zug. Okay, er geht sogar nach D3. Ja, es muss König B7 sein. Also da ist das Tempo halt, was ich gewonnen habe. Okay. Ja, sowas sollte man natürlich wissen. Ich wusste es nicht, beziehungsweise ich habe es aber nicht gefunden. Okay, fein, die neue Aufgabe. Also das war, Black is going to lose his rook, can he draw after all? Also das war wirklich schlecht. Also wirklich schlecht.
Okay, was ich natürlich nicht machen darf, ist E4, weil dann kommt Turm F5 Schach und H8 Dame. Und dann kann der Turm hier blockieren. Das darf ich nicht machen. Gut, die Frage ist, ob ich einfach Turm H1 Schach und dann auf H7 rausnehmen kann. E4, König G6, König E5, Turm F8, E3. Ah, okay, I thought I'm supposed to be king of but... Yeah, okay, I thought I'm supposed to do it for 2 hours, but that's fine. Okay. Yeah. Okay. Gut, also das soll die letzte Aufgabe sein anscheinend. Ich dachte, ich soll das für 2 Stunden machen, sonst hätte ich mich auch ein bisschen mehr beeilt, dass ich hier schneller durchkomme, ehrlich gesagt. Ich habe mir teilweise ein bisschen Zeit gelassen, aber gut, dann versuche ich die Aufgabe noch zu lösen, dann bin ich für heute erlöst scheinbar. Von dieser wirklich erbärmlichen Leistung, also das Endspiel gerade war einfach peinlich. Also nochmal Turm H1 Schach, Turm H7 und dann E4, König G6, König E5. Habe ich überhaupt irgendeine Wahl außer Turm H1? Das ist die andere Frage. Gut, ich könnte schon warten mit König E4 zum Beispiel. Sieht auch ein bisschen gekünstelt aus, aber... Das wäre wahrscheinlich der einzige Abwartezug, der geht. König D4 kommt Turm F5 und ich verliere. König E4. Dann gewinne ich wahrscheinlich Zeit mit Schwarz. Ich weiß zwar nicht genau, warum Turm H1, Turm H7 verliert. Nimmt E4, König G6, König E5. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal versucht zu rechnen und bin immer gescheitert. Achso, König E5, König G5, E3, Turm F8, König E4, König G4, E2, Schach, König D3, König F3 gewinnt. Also muss ich den machen. Okay. Der kam, ja, ich darf immer noch nicht meinen König hier wegziehen, weil dann kommt Turm F5 und ich verliere. Das heißt, ich vermute, ich kann jetzt meinen Turm opfern und dann bin ich rechtzeitig. Schach nimmt König D3, König G6, E4, König F5, E3, König F4, E2. Ja, und dann bin ich rechtzeitig, also. Okay, König E3 muss... Achso, und jetzt muss ich Bodycheck geben oder nicht? König F4 sieht einfach aus wie der saubere Zug. Ich habe jetzt gerade Angst, dass ich mich noch bei der letzten Aufgabe blamiere. Ja, natürlich mache ich das. Okay, ja, man kann einfach E4 ziehen. Okay. Egal, ich bin auf jeden Fall durch für heute. Das war jetzt kein schöner Abschluss, aber ich wollte die Aufgabe gerade einfach beenden, weil ich glaube, ich aufhören soll. Also... Ich bin Dienstag wieder hier und dann spiele ich wieder Schach und das geht hoffentlich besser, als diese Endspielaufgaben zu lösen. Das war irgendwie nicht gut. Aber ja, dann bis Dienstag, falls irgendwer zugeguckt hat. Dann ab Dienstag lese ich auch definitiv den Chat wieder.